Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Transportfieber. Hier mit mir, der ZDKSUS, und wir bauen hier ein bisschen die Bahnstrecke aus zur Weizen- und Viehversorgung nach Alfhausen und Umgebung. Mach ich die mal an. Gucken, wie das ausschaut dann, ja. So kann man das auch machen, ne? So. Hier noch ein paar Gleise anstellen. Zack. Das stellen wir dann hier so an. So ein bisschen industriemäßig ausschaut hier. Zack. Kollision. Bis dahin klappt's. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Warte mal, hier noch ein paar Gleiswechsel reinsetzen. Dass es ein bisschen realistischer ausschaut. Vielleicht auch hier. Zack. Schaut das alles ein bisschen größer aus, obwohl es gar nicht größer ist. Aber nun gut. Machen wir mal Langstreckensignale. Kurz die Linie aufdecken von der Eisenbahn so. Kann ich auch gleich hier daneben stellen.
Zack. Hinten noch eins. Und hier vor der Brücke. Hier haben wir schon ein Signal. Alles klar. Machen wir das mal so. Ist das der lange Zug? Ne, ist der kurze. Alles klar. Nimmt jetzt ein bisschen was mit. Ein Lebensmittel, 6 Lebensmittel. Schade. Schade, schade. Oh, wie ist denn Alfhausen versorgt? 92. Ah, das ist nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, wie man das ja noch regeln kann. Was haben wir denn hier? Ach, hier geht es ja dann hoch zu unserer Skihütte. Da gibt es ja bis jetzt auch nur eine Lampe, die hier steht, und eine Bank. Genau. Ah ja, hier ist auch noch eine Lampe. Hier ist eine Bank. Kann man sich hinsetzen und ausruhen. Geht hier den wunderschönen Serpentin runter. Mit ein paar Büschen drauf und hier ist ein Wald. Wunderschöner Wanderweg. Mit so einem kleinen Steilhügel. Geht hier nochmal runter und dann geht es hier hinten dann in die Stadt. Ja, drüben habe ich ja schon mal, glaube ich, Straße angelegt gehabt, ne? Vor Ewigkeiten, weil die Straße ist ja noch alt. Das ist neue Straße hier. Etwas neuere Straße auf jeden Fall. Express Elfhausen, Schwanmühle. Die könnten auch hier neue Züge gebrauchen. Ne, der lebt erst 3 Jahre. Der hat sich erst aktualisiert. Gehen wir mal hier in den Linienmanager. Gucken mal hier Express Alfhausen. Machen wir hier und zack, 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 zack. Fahrzeug wählen. Passagier. 120 kann der maximal. Na gut. Ja, da können wir wenigstens hier mal kurz was ausprobieren. Hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie fährt er gerade mit? Ach hier, da muss ich drauf drücken. 210. Also machen wir mal 200. Das heißt 10 Wagen. Wir haben jetzt bisher 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Da gucken wir dann mal.
Dann der nächste hier, nächste Patient. Wie nimmt der mit? 126, 126, der kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Unser Zug 20. Das blaue Zeitalter beginnt. Stehen hier. Oder? Ein Nuance dunkler. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dann der nächste. 70. Und da auch 70. Gucken wir mal, was wir machen können. Und Passagier, zack. Ne, eins oben drüber hat man ja. 1, 2, 3, 4, 5. Leben wir erstmal damit. Was fährt hier mit? Der ist nicht so voll. Das war ja unsere orangene Lok. Mal sehen, ob wir die orange bekommen. Oder machen wir die mal nicht orange, sondern so grau. Und die Waggons. Orange. Oder so hellorange. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Dann hier. Dann machen wir auch 5. Machen wir auch 5. Zack. Na, lass mal so zufügen. Passagiere. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Und gib ihm. Dann der Express Parkstein. Kann 200 Leute mitnehmen. Machen wir den mal. Machen wir hier wieder. Hellgrau, auch mit hellgrauen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Dann haben wir hier Getreidevieh. Da haben wir erstmal den Dampfer, den können wir auch erstmal lassen. Und Güter. Es ist blöd, weil wir da unterschiedliches Zeug haben, ne? Das ist dann blöd. Da müssen wir das mal aufteilen untereinander. Wir haben hier 25. Okay, durch 3 schließen wir jetzt einfach mal fest. 10 Getreide, 10 davon. Was haben wir denn hier? Getreide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 10 Vieh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind das so 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Dasselbe hier. Naja, da können wir dann schon mal ein bisschen höher gehen.
Hier ist ein saurer Tischer, ist ein Bus. Alles klar. Können wir dann gleich mit Fahrzeugersatz weitermachen. Machen wir dann auch in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.